Liebe Freunde, liebe Geschwister, in dieser letzten Einheit zum Thema Zeugen Jehovas, also heute Abend zunächst das Thema, kommen nur 144.000 in den Himmel. Und dann, wenn die Zeit reicht, möchte ich noch einmal auch anhand von Folien einen Überblick geben über das gesamte Lehrsystem der Zeugen Jehovas im zweiten Teil mit der Widerlegung. Und dann noch als allerletzten Teil, was auch ursprünglich auf dem Plan stand, missionarische Begegnung. Das habe ich aber auch schriftlich, gebe ich Ihnen auch nochmal in die Hand, sodass, wenn die Zeit nicht reichen sollte, Sie das auf jeden Fall lesen können. Zunächst also die Frage, kommen nur 144.000 Menschen in den Himmel? Man kann hier auch von einem Zweiklassensystem sprechen. So wird es auch bezeichnet. Das heißt, es gibt zwei Klassen oder Gruppen, die 144.000, die himmlische Hoffnung haben und alle anderen Geretteten auf der paradiesisch erneuerten Erde in Ewigkeit. Also nur 144.000 besonders erwählte Menschen kommen in den Himmel. Alle anderen Geretteten werden ewig auf einer paradiesischen Erde leben. Wie kam es zu dieser Lehre, historisch gesehen? Nun, Charles Taze Russell, der Vorläufer der Zeugen Jehovas, der Begründer der Millenniumstagesleute und wie sie sich nannten ursprünglich, also bevor sie sich Zeugen Jehovas nannten, er hatte diese Lehre noch nicht so streng ausgeformt. Das war also im 19. Jahrhundert. Da war diese Lehre noch nicht so streng ausgeformt am Anfang dieser Bewegung. Er sprach zwar auch schon von 144.000 treuen Knechten Gottes oder Überwindern, die seit Pfingsten bis zum Abschluss der Berufungszeit im Jahre 1881 eingesammelt würden, so hieß es damals bei ihm, 1881 sei die Berufungszeit abgeschlossen. Aber verschiedene Klassen unterschied er erst nach 1881, als dieser Termin ohne besondere Vorkommnisse verstrich und die Zahl der Wachturmfreunde Jahr um Jahr zunahm. Nun, im Band 3 seiner Schriftstudien verschob er das Ende der Erntezeit auf 1914 und es wurden ja immer wieder neue Daten berechnet, die alle nicht eingetroffen sind, wie wir ja, denke ich, aus der Geschichte wissen. Wer hat nun diese Lehre erstmals ausgeprägt? Es war Joseph Franklin Rutherford, der Nachfolger Russells im Präsidentenamt der Zeugen Jehovas. Rutherford, der Richter. Russell war der Pastor, Rutherford, der Richter, der ein juristisches, fast schon diktatorisches System einführte, muss man sagen. Und diese Lehre wurde dann erst ausgeformt 1935. Auf dem Kongress in Washington, D.C. in den USA wurde gesagt, nun sei die Einsammlung der 144.000 abgeschlossen. 1935. Und es kämen von einzelnen Ausnahmen abgesehen im Prinzip keine weiteren dazu. Einzelne könnten immer noch durch unmittelbare Geisteswirkung berufen werden, aber im Prinzip sei das nun abgeschlossen. Man hat auch die Lehre, dass diese 1914 schon gelebt haben sollten, geboren sein sollten. Das hängt auch mit dieser Frage zusammen. Aber diese Menschen, die sind dann immer älter geworden und heute leben nur noch ganz, ganz wenige in hohem Alter. Es wird also unterschieden zwischen einer himmlischen Klasse und einer irdischen Klasse. 144.000 im Himmel. Und die große Volksmenge, die anderen Schafe oder die Jonadabe, wie sie auch genannt werden, auf der paradiesisch erneuerten Erde. Der himmlische Bereich ist vorbehalten für Jehova, Christus und die anderen treuen Engel. Ich habe ja ausgeführt, dass für die Zeugen Jehovas Jesus Christus nicht Gott der Sohn ist, also nicht die zweite Person der Dreieinigkeit, sondern nur ein Engelwesen, der Erzengel Michael, der dann zum zweiten Adam wurde und dann wieder zur Engelstufe erhöht, habe ich heute Morgen ja ausführlich dargestellt. Und damit kann er uns auch nicht vollkommen erlösen, sondern nur ein Lösegeld schaffen, auf dem aufbauend dann die eigenen guten Werke praktisch die Höherentwicklung bewerkstelligen sollen, beziehungsweise die Einsammlung der Herde. Aber in der Bibel wird ganz klar gesagt, ich habe es ausführlich schon dargestellt, dass Jesus das vollkommene Opfer vollbracht hat, dass wir nichts hinzutun können oder müssen. Es ist alles vollbracht am Kreuz auf Golgatha, nicht am Pfahl, sondern am Kreuz auf Golgatha. Aber hier wird gesagt, der himmlische Bereich sei vorbehalten für die 144.000 erwählten Glieder der Heiligtumsklasse, der gesalbten Königreichsklasse, des treuen und verständigen Sklaven nach Matthäus 24, Verse 45 folgende und ähnliche Stellen. Zur Heiligtumsklasse gehören alle treuen und bewährten Zeugen Jehovas, die bis zum Jahre 1935 zur Wachturmgesellschaft gefunden haben.
also bis zu dem Jahr, in dem diese Lehre als offizielles Dogma verkündigt wurde. Allerdings, wie gesagt, es kann noch einzelne Berufungen darüber hinaus geben. Und diese auf Erden Lebenden werden, falls sie nicht vorher sterben, in den Himmel entrückt und regieren dann zusammen mit den anderen Gliedern, die schon verstorben sind, unter der Leitung Christi von oben her über die erneuerte Erde. Die Heiligtumsklasse der 144.000 wurde aber erst seit Pfingsten berufen, bis 1935 im Prinzip. Und deshalb wird nach Zeugen Jehovas Vorstellung von den alttestamentlichen Menschen, Menschen der alttestamentlichen Zeit, keiner im Himmel sein, nach dieser Vorstellung von den alttestamentlich gelebt habenden Menschen. Also weder David noch Mose noch sonst jemand von den alten testamentlichen Königen und Propheten. Und neben dieser Heiligtumsklasse also steht die große Volksmenge der anderen Schafe, wie sie genannt wird. Auch schafähnliche Menschen und wie sie bezeichnet werden. Die große Menge der heutigen Zeugen Jehovas. Sie gilt auch, so wird auch formuliert, als die irdische Sklavenklasse. Das ist jetzt nicht kein Ausdruck von mir, sondern aus der Wachturmliteratur. Die irdische Sklavenklasse, über die Christus zusammen mit der Heiligtumsklasse herrscht. Zu dieser irdischen Sklavenklasse gehören die Millionen Zeugen Jehovas, die heute leben oder die in früheren Jahrzehnten gelebt haben, mit Ausnahme der 144.000. Ihr Schicksal ist es also, ewig auf der Erde zu existieren. Im tausendjährigen Reich regieren auf der Erde die wieder zum Leben erweckten bzw. neu erschaffenen alttestamentlichen Patriarchen und Propheten. Auch die werden dann für das tausendjährige Reich wieder erweckt, das aber für sie dann immer weiter fortdauert. Das kommt nicht hintereinander, das tausendjährige Reich und dann die himmlische Herrlichkeit, sondern auf der einen Seite, was man als tausendjähriges Reich bezeichnen könnte, wird sich auf der Erde abspielen und die himmlische Herrlichkeit, die ist dann gleich nur für diese begrenzte Zahl der 12 mal 12 mal 1000, also 144.000 Menschen. Jetzt einige Zitate dazu aus Wachturmliteratur, damit Sie das auch schwarz auf weiß hören. In dem 1922 veröffentlichten Buch von Rutherford, Die Harfe Gottes, ist es folgendermaßen formuliert. Zitat: Der Herr hat einen besonderen Lohn für diejenigen, welche sein zweites Erscheinen lieben, wie der Apostel deutlich erklärt. Es wird keine große Zahl in dieser Brautklasse sein. Im Gegenteil, sie sind gering an Zahl. Jesus sagte, es würde nur eine kleine Herde sein. In der dem Apostel Johannes gegebenen Offenbarung gibt er die Zahl auf 144.000 an, Offenbarung 14, Vers 1. Manche dieser teuren Heiligen indessen sind von Zeit zu Zeit das ganze Evangeliumszeitalter hindurch entwickelt worden, beginnend mit den Aposteln zu Pfingsten. Zitat Ende, soweit war der Fort. In der Schrift Gott bleibt wahrhaftig wird es noch deutlicher und drastischer beschrieben. Da heißt es: Nicht alle Zeugen Jehovas erwarten, in den Himmel zu kommen. In der Tat erwartet dies nur ein kleiner Teil von ihnen, eine kleine Herde. Man stützt sich dabei fälschlich auf Lukas 12, Vers 32. Weiter: Gott, der Allmächtige, der alle Glieder in seiner Organisation setzt, wie es ihm gefällt, hat die Zahl der Glieder des Leibes Christi auf 144.000 begrenzt. Diese Glieder werden mit Christus Jesus in Gottes himmlischem Reiche herrschen. Nur ein kleiner Überrest, der diesen Leib vervollständigen soll, befindet sich jetzt noch auf Erden. Alle anderen haben hier gar keine Chance. Und dann kommt die andere Gruppe, wird dann auch beschrieben, die auf Erden leben wird. Ich zitiere weiter aus Gott bleibt wahrhaftig. Zitat: Eine ungezählte Menge treuer Menschen aber, die jetzt als Jehovas Zeugen wirken, werden manchmal seine anderen Schafe oder Jonadabe genannt, weil sie vorgeschattet worden sind durch Jonadab, den Gefährten des Königs Jehu. 2. Könige 10, 15 bis 28 stützt man sich hier. Ich gehe darauf noch ein. Weiter: Sie erwarten nicht, in den Himmel zu kommen. Es ist ihnen ewiges Leben auf Erden verheißen, einschließlich des Vorrechts, sich die Erde untertan zu machen, sie schön zu gestalten und zu bevölkern, wenn sie ihm als Jehovas Zeugen ihre Treue vor seiner Schlacht von Harmagedon beweisen.
Jonadabe sind Zeugen Jehovas, wenn sie auch nicht zum Überrest des Leibes Christi gehören, ebenso wie treue Männer und Frauen Gottes Zeugen waren, bevor der Allmächtige den Leib Christi mit Christus Jesus als seinem Haupte zu bilden begann. Zitat Ende. Nun, liebe Freunde, die Wachturmgesellschaft weiß, dass sie mit dieser Aufteilung in zwei Klassen ihren Anhängern und Anhängerinnen sehr viel abverlangt, nämlich den Verzicht auf die Hoffnung der himmlischen Herrlichkeit. Das ist ein sehr hoher Preis, oder meint ihr nicht? Den Verzicht der himmlischen Hoffnung. Und deshalb kommt sie in ihrer weitest verbreiteten Schrift mit dem Titel »Die Wahrheit, die zum ewigen Leben führt« nicht um die Frage herum, glaubtest du früher, dass alle guten Menschen in den Himmel kommen? Das ist ja der christliche Allgemeinglaube, gute Menschen aber auch nicht, sondern Erlösten, aber im Volksglauben, ja, alle guten Menschen kommen in den Himmel, wer ist schon gut, aber gut, lassen wir es mal so stehen, diese Volksfrage. Und dann kommt die Antwort, die Wahrheit, die zum ewigen Leben führt, Seite 78 folgende. Wenn ja, dann magst du erwartet haben, auch zu diesen Menschen zu gehören, da du doch stets bestrebt warst, ein gutes Leben zu führen. Du magst auch gehofft haben, dort mit deinen verstorbenen Angehörigen wieder vereint zu werden. Wusstest du aber, als du diese Hoffnung hegtest, dass die Bibel sagt, treue Diener Gottes wie etwa König David und Johannes der Täufer seien nicht in den Himmel gekommen? Gibt man hier Stellen an, Matthäus 11,11 und andere, ich gehe darauf noch ein. Weiter. Wusstest du damals, dass nur 144.000 Personen, die in den vergangenen 1900 Jahren aus den Menschen erwählt worden sind, himmlisches Leben erlangen? Zitat Ende. Also keine himmlische Hoffnung für die große Menge. Und dann, was sind das nun für Personen, die zu den 144.000 gehören? Was müssen sie leisten? Ja? Ich frage wirklich so, was müssen sie vorbringen, leisten? Wieso weiß man, dass man zur kleinen Herde gehört, fragt dieselbe Schrift und gibt darauf folgende Antwort. Zitat, weil der Geist Gottes in solchen Personen die Hoffnung auf himmlisches Leben erweckt und nährt. Unter dem Einfluss des Geistes Gottes verändert sich der ganze Ausblick einer solchen Person, sodass der Dienst Gottes verbunden mit der Hoffnung auf himmlisches Leben im Mittelpunkt ihrer Gedanken und Gebete steht. Für sie sind alle irdischen Bindungen weniger wichtig als die Aussicht, mit Christus im Himmel zu sein. Zitat Ende. Nur für sie offensichtlich. Zu dieser kleinen Herde, so wird weiter gesagt, gehören Personen, die einen unerschütterlichen Glauben an Gottes Errettungsvorkehrung durch Christus bekunden und durch ihr Leben beweisen, dass der Teufel log, als er Gott vorwarf, die Menschen würden ihm aus Selbstsucht nur um des eigenen Vorteils willen dienen. Unter der Leitung Jesu Christi werden sie als Könige und Priester vom Himmel aus einen Anteil am Ausführen des Vorhabens Gottes mit den Menschen haben. Wie schön wird es sein, von Personen regiert zu werden, die sich Gott gegenüber als treu erwiesen haben. Welch ein Segen wird es für die Bewohner der Erde sein, wenn diese himmlischen Priester ihnen die Wohltaten des Loskaufopfers Christi zukommen lassen, sodass ihr Verhältnis zu Gott immer besser und ihr Geist und Leib immer gesünder wird, bis sie schließlich vollkommen sind. Zitat Ende. Sie merken, priesterliche Mittler sind das. Sie lassen das Heil zukommen, den anderen, als Mittelspersonen. Damit haben sie das Gleiche, wie etwa bei anderen Religionen, auch bei Neuapostolischen, wo ja die Apostel auch als Mittler fungieren. Darf ich mal fragen, ist es zu kalt oder zu warm? Das ist gut, ja. Das, hinten ist das Fenster offen. Sie können also darauf vertrauen, dass hier Luft reinkommt. Also, das Ziel ist ja auch, ein vollkommener Mensch zu werden, im Sinne dessen, dass der vollkommene Adamszustand durch Christus, den Erzengel Michael, wiederhergestellt werden soll. So die Zeugen Jehovas Lehre der Erlösung. Eine Mischung aus Erlösung und Selbsterlösung, weil die eigenen guten Werke hinzukommen müssen. Habe ich heute Morgen ausführlich dargestellt. Das Loskaufopfer Christi, des Erzengels Michael, der er ja nicht ist, habe ich auch dargestellt, aber es wird so behauptet, also dieses Erzengels bewirke die Möglichkeit, ein vollkommenes menschliches Leben auf Erden zu erlangen. Das Leben im Himmel aber müssen sich die 144.000 selber verdienen, indem sie den Beweis ihrer Würdigkeit erbringen. Die müssen das beweisen.
Und dieser Beweis besteht in einer Opferung ihres durch Christi Lösegeld ermöglichten vollkommenen irdischen Lebens schon hier und jetzt und in ihrer völligen Ausrichtung auf die himmlische Herrlichkeit. Und diese Haltung zeigt sich nun, und das ist entscheidend, in der völligen Loyalität, im völligen Gehorsam gegenüber den Lehren der Wachturmgesellschaft. Alles klar, nicht? Also es müssen ganz, ganz loyale Zeugen Jehovas sein, die bereit sind, alles einzusetzen. Und zu diesem Zeitpunkt eben auch schon da gewesen sein müssen, weil die Zahl ja voll ist, schon längst voll ist. Es sind ja schon weit, weit mehr als 144.000. Ja, und was müssen dann die anderen tun, die schafähnlichen Menschen? Sie sind dazu aufgerufen, diesen 144.000 gehorsam zu dienen. Sie müssen sich auch ihre ewige Existenz verdienen, durch Predigtdienstberichte und alles, die sie abliefern müssen. Das ist ja bekannt. Es wird also Buch geführt über alle Einsätze und Leistungen. Und dieses Dienen beginnt nicht erst im tausendjährigen Reich, sondern hier und heute. Der Dienst der Schafklasse für die 144.000, der Heiligtumsklasse, ist geradezu eine Voraussetzung dafür, um später für immer auf der paradiesisch erneuerten Erde leben zu dürfen. In mehr als einer Hinsicht werden die 144.000 damit zu Miterlösern neben dem Erzengel Christus, Jesus Christus. Wer es nicht glaubt, ich lese ein Zitat hier aus dem Wachturm vom 1. Februar 1985 vor. Eine Auslegung von Matthäus 25, Vers 31 bis 46 wird hier gegeben. Und da wird Folgendes gesagt in dieser Wachturmausgabe. Zitat: Gemäß Jesu Gleichnis müssen die gerechten Schafe während des Abschlusses des Systems der Dinge gewisse Bedingungen erfüllen. Sie müssen Christi geistige Brüder, die die Klasse des treuen und verständigen Sklaven bilden, anerkennen und schätzen. Die Schafe müssen außerdem den Gliedern dieser Sklavenklasse, also es gibt auch einen himmlischen Sklaven, alles auch Sklaven Christi, die Begriffe dürfen wir jetzt nicht verwechseln, aber die Heiligtumsklasse ist gemeint, sie müssen diesen Gliedern Gutes tun und sie sogar besuchen, wenn sie ungerechterweise inhaftiert sind. Diese Schafe müssen das tun, damit sie die Segnungen des himmlischen Vaters erhalten und von dem König Jesus Christus eingeladen werden, das Königreich, das von der Grundlegung der Welt an für sie bereitet ist, zu ererben. Da diese Schafe nicht die geistigen Brüder des Königs sind, lädt er sie nicht ein, auf himmlischen Thronen zu sitzen und während der besonderen Zeitspanne von 1000 Jahren mit ihnen zu regieren. Mit seinen Worten ererbt das Königreich, lädt er sie ein, in die Königreichsära einzutreten, nachdem er in Harmagedon, dem Krieg des großen Tages Gottes des Allmächtigen, alle gottlosen Königreiche dieser Welt zerstört haben wird. Viele der heute lebenden schafähnlichen Menschen werden diesen Krieg aller Kriege überleben und Untertanen der 1000-Jahr-Herrschaft Christi werden, ohne sterben zu müssen. Soweit möge es erstmal genügen der Darstellung. Jetzt möchte ich zu dem kritischen Teil kommen, kritische Anfragen an diese Lehre. Nun, zunächst ist festzustellen, dass diese Lehre erst 1935 verkündigt und dogmatisiert wurde. Man beachte das, erst 1935. Vorher war sie den Wachturmanhängern wie auch den Menschen überhaupt in dieser Form überhaupt nicht bekannt. Viele von den Wachturmanhängern sowie fast alle Christen der vergangenen zwei Jahrtausende, ja noch mehr auch die Gläubigen des Alten Bundes vor Christi kommen in der Krippe. Ja, praktisch alle Menschen außer den Wachturmanhängern in dieser Zeit müssten falsche Hoffnungen gehegt haben auf eine himmlische Herrlichkeit. Müssten sich alle getäuscht haben, ob sie jetzt Luther oder wie geheißen haben. Nicht? Mal einen Namen zu nennen aus der Kirchengeschichte. Gott hätte uns alle betrogen, wenn die 1935 von Rutherford dogmatisierte Lehre zuträfe. Diese Vorstellung aber, dass Gott die gesamte Menschheit betrogen hätte, außer diesen, die nun Rutherfords Entdeckung folgen, steht im Widerspruch mit der biblischen Lehre, dass Gott Wahrheit und Liebe in einer Person ist, der nicht seine Kinder auf so eine Weise verloren gehen lassen würde, dass er sie mit solchen Vorenthaltungen einer entscheidenden Lehre gestraft hätte über Jahrtausende hinweg.
Das ist ein historisches und im strengen Sinne des Wortes theologisches Argument, auf Gott bezogenes Argument. Und nun aber zu den Bibelstellen, die da angeführt werden. Ich kann nur auf einige jetzt eingehen in der Kürze. Ich habe in meinem Buch Zeugen Jehovas ja alles ausführlichst behandelt. Zunächst Johannes 10, Vers 16. Wir schlagen einfach mal einige Stellen auf. Johannes 10, Vers 16. Das ist ja das Schöne, dass man mit Zeugen Jehovas noch auf der Basis der Heiligen Schrift argumentieren kann. Es ist bei anderen Gruppen und esoterischen Gruppen vor allem und bei Sekten überhaupt nicht möglich, weil die Bibel gar nicht anerkennen. Aber hier wird zumindest formal die Bibel noch anerkannt. Wenn auch in einer verfälschten Übersetzung. Deshalb müssen wir immer wieder zum Urtext zurück und zu guten Ausgaben. Also Johannes 10, 16. Da spricht der Herr: Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch diese muss ich führen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Da wird dann gesagt, das seien die schafähnlichen Menschen oder die Jonadabe, die den größeren Teil der Zeugen Jehovas ausmachen. Aber was sagt denn die Bibel, wer sind denn die einen Schafe und die anderen Schafe, die hier dann dazukommen, zu den ursprünglichen Schafen? Eben, erstens sind die Juden und die Heiden Christen dann, das sind die anderen Schafe, die hinzukommen. Das ist, denke ich, jedem Christen, der die Schrift etwas kennt, völlig bekannt und einleuchtend. Die anderen Schafe, von denen der Herr hier spricht, ist nicht irgendeine andere Klasse unter den 144.000 stehende Schafsklasse, sondern es sind eben die Heidenchristen, die zu den Judenchristen hinzukommen. Jesus lebte und wirkte in Israel und sprach in erster Linie damals zu Juden. In Matthäus 15, Vers 24 sagt er ausdrücklich, und es ist ein hartes Wort: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Es war damals für andere zunächst einmal unbegreiflich, aber hier beginnt sein Auftrag. Und da von diesem Volk geht er dann aus in die anderen Gebiete der Erde. Er spricht zu seinen Jüngern in Matthäus 10, Vers 5 und 6, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Und erst später in Matthäus 28, Vers 19 wird dann der Wirkungsradius ausgeweitet im Missionsbefehl: Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Jetzt, nicht nur die Israeliten. Und in der Apostelgeschichte, wenn man das mal verfolgt, lässt sich genau beobachten, wie die Mission in Jerusalem beginnt und sich von dort aus fast wie in konzentrischen Kreisen zunächst in die Nachbarländer und dann immer weiter und weiter ausdehnt. Und deshalb spricht der Herr vor seiner Himmelfahrt und vor dem Pfingstereignis folgende Worte zu seinen Jüngern. Wiedergegeben in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. In konzentrischen Kreisen sich ausweitend und ausbreitend. Und gerade im Johannesevangelium klingt diese immer weiter werdende Ausbreitung der frohen Botschaft bereits an, indem Jesus zu den ihm Zuhörenden und aus dem Stall der Tora, dem Zaun des Gesetzes kommenden Juden, sagt: Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Wir haben es ja gerade auch gelesen. Und in den Paulusbriefen wird diese eine Herde eindeutig identifiziert. Da heißt es zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 11, da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, sondern alles und in allen Christus. Auch Galater 3, 28, Epheser 2 und andere Stellen könnten wir hier anführen. Nun werden natürlich die Israeliten von den Zeugen Jehovas spiritualisiert. Das heißt, sie werden ihrer ursprünglichen Bedeutung entleert und Israel wird nun auf die Zeugen Jehovas selber bezogen. Alles, was in der Bibel dann über Israel gesagt wird, das sind jetzt die Zeugen Jehovas, die neuen Israeliten, das neue Bundesvolk. Und zwar nur die Zeugen Jehovas, nicht irgendwelche Christen dann, Heidenchristen, sondern eben die Zeugen Jehovas. Sie werden spiritualisiert.
Israel und die Juden werden auf die theokratische Gesellschaft und deren Anhänger bezogen. Und das ist illegitim. Man muss, das ist eine grundlegende Auslegungsregel, bei allen Auslegungen der Heiligen Schrift den Wortsinn berücksichtigen, davon ausgehen, nichts hinzutun oder hinwegtun und den Textzusammenhang beachten. Den Textzusammenhang, der dann den Wortsinn an den betreffenden Stellen ergibt. Allegorese und Spiritualisierung heißt, dass man gegen den Textzusammenhang eine andere Deutung hineinlegt, die nicht da ist, so wie auch hier, das sei die schafsähnliche Gruppe jetzt. Dabei sind es eben hier dann die Heidenchristen. Genauso wird es getan mit 2. Könige 10, 15 bis 28. Das lese ich jetzt nicht, das wäre zu lang. Da ist die Rede von Jonadab, dem Sohn des Keniters Rechab, der dem israelitischen König Jehu treu dient und ihm bei der Ausrottung des Baalskultes hilft. Davon ist die Rede, nicht von weniger und nicht von mehr. Und diese Geschichte wird verwendet als Vorschattung für die Aufteilung der nachtodlichen Welt in eine irdische und himmlische Klasse. Und dass eben diese Jonadab-Klasse dann praktisch Jehu hilft, also Jehu dann als die Heiligtumsklasse und Jonadab als die Sklavenklasse auf Erden dann. Nicht? So wird es übertragen, ohne wirklichen Anhaltspunkt im Text. Dann wird auch das Gleichnis vom Weltgericht in Matthäus 25, Vers 31 bis 46 herangezogen. Dort ist die Rede, dass Schafe und Böcke geschieden werden. Und es werden die Wohltaten erzählt, die die Schafe den Brüdern Jesu getan haben, in diesem Gleichnis vom Weltgericht. Es gibt in der theologischen Forschung unterschiedliche Deutungen dessen, wer mit den Schafen und Böcken sowie mit den Brüdern Jesu gemeint ist. Es könnte sein, dass die Schafe und Böcke die Heiden sind, die im Endgericht nach der tätigen Liebe gefragt werden, die sie Jesus in Gestalt der Bedrängten erwiesen haben. Das ist eine naheliegende Deutung. Auch der Bibelausleger Gerhard Meyer geht davon aus, dass es sich bei den Schafen und Böcken um Nichtchristen handelt und dass mit den Brüdern Jesu die Jünger gemeint sind, denen die Nichtchristen entweder Gutes oder Böses erwiesen haben. Aber woran auf keinen Fall gedacht ist, das sind zwei Klassen innerhalb der Christenheit. Denn wenn man den Zusammenhang betrachtet, Matthäus 25, 31 bis 33, dann lesen wir Folgendes. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie, und nämlich die Angehörigen der Völker, voneinander scheiden. Wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe auf die rechte Seite stellen und die Böcke auf seine linke Seite. Also es ist keine Scheidung von Klassen innerhalb der Christenheit, sondern zwischen den heidnischen Völkern und eben den Jüngern. Auch diese Stelle lässt sich nicht für eine Aufteilung in verschiedene Klassen innerhalb der Gemeinde oder der Zeugen Jehovas in diesem Falle verwenden. Als nächstes ist die entscheidende Frage zu untersuchen, ob die alttestamentlichen Gläubigen wirklich nicht in den Himmel kommen. Was meinen Sie dazu? Das wird ja behauptet. Hebräer 11. Okay, sehr gut, kommt alles noch. Hier ist ein Spezialist. Nun, es werden folgende Stellen genannt. Wir lesen mal kurz Apostelgeschichte 2, Vers 29 und 34. Apostelgeschichte 2, Vers 29 heißt es, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu reden zu euch von dem Patriarchen David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Und dann nimmt man noch den Vers 34. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Daraus wird gefolgert, dass David keine himmlische Herrlichkeit habe. Aber in Wirklichkeit wird hier nur gesagt, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und hat sich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt, aber David hat keine Himmelfahrt erlebt, denn er ist nicht der Messias,
sondern nur sein menschlicher Vorfahre. Aber es ist überhaupt nicht davon die Rede, dass David deshalb keine himmlische Hoffnung habe. Er hat nur eben die Himmelfahrt nicht erlebt, wie der Messias Jesus Christus. Das muss man auseinanderhalten. Wir alle sind nicht in den Himmel aufgefahren, auch David nicht. Aber trotzdem haben wir himmlische Hoffnung. Ja, dann noch eine weitere Stelle, Matthäus 11, Vers 11. Da wird unterschieden zwischen den Gläubigen des Alten und Neuen Bundes am Beispiel Johannes des Täufers. Und da heißt es, unter allen, die von einer Frau geboren wurden, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste im Himmelreich ist, ist größer als er. Aus dieser Formulierung wird wieder gefolgert, dass Johannes der Täufer eben nicht im Himmelreich sei. Nun, an beiden Stellen, auch in der Apostelgeschichte, wird die Fülle der Gnade hervorgehoben, die durch Jesus Christus in die Welt gekommen ist und auf die die Gläubigen des alten Bundes nur warten konnten. Weil in Jesus diese Gnade erschienen ist und eine neue heilsgeschichtliche Epoche begonnen hat, deshalb ist der Kleinste in der Gottesherrschaft größer als er, als Johannes der Täufer. Nur deshalb. Aber das heißt auch nicht, dass Johannes der Täufer überhaupt keine himmlische Hoffnung habe. Das heißt nur, dass der Kleinste im Himmelreich größer sei als er, weil diese neue heilsgeschichtliche Epoche mit Jesus begonnen hat. Aber das schließt nicht aus, dass die alttestamentlichen Personen auch in den Himmel gelangen können, die vor Jesus gelebt haben. Gerhard Meyer schreibt hierzu in seiner Auslegung zu Matthäus 11, Vers 11, mit dem Anbruch der Gottesherrschaft, der mit Jesus geschieht. Ist es möglich, durch Gottes Geist wiedergeboren zu werden. Ein Wiedergeborener wird ein Teil des Leibes Jesu. Gottes Geist wohnt ständig in ihm und lässt den neuen Menschen wachsen. 2. Korinther 4, 16. Eine solche Wiedergeburt konnte Johannes der Täufer noch nicht empfangen. Darum ist der Kleinste unter den Wiedergeborenen, das heißt unter Jesu echten Jüngern, größer als er. Zitat Ende, so der Ausleger Gerhard Meyer. Dies bedeutet aber nun keineswegs, dass Johannes der Täufer, David und die übrigen Gerechten des alten Bundes keinen Zugang zum Himmel hätten, sondern es gilt Folgendes. Die Gnade, die sie im alten Bund erwarteten im Erscheinen des Messias, diese gilt rückwirkend für sie. Rückwirkend. Sie wurde vorgeschattet in den Opfern, die man in alttestamentlicher Zeit brachte, und die Erfüllung ist erfolgt im Opfer Jesu Christi auf Golgatha, des einzigen sündlosen und unbefleckten Lammes Gottes für uns. Diese Gnade gilt rückwirkend. Das heißt, Jesus Christus, der Heiland, kam in der Mitte der Zeiten, als die Zeit erfüllt ward. Mitte jetzt, allgemein verstanden, jetzt nicht mit Berechnungen anfangen, bitte. Das meine ich jetzt heilsgeschichtlich einfach. Und diese Gnade gilt natürlich für alle, die an ihn glauben, die nach ihm kamen und während ihm lebten, aber auch rückwirkend natürlich für die, die ihn erwarteten, die auch gottesgläubige Menschen waren, die an den dreieinigen Gott schon im alten Bund glaubten und die dann die Erfüllung vielleicht nicht mehr leiblich erlebten, aber eben auch glaubten. Es wäre ja undenkbar, dass alle, die vor Jesus waren, einfach verloren waren, weil sie ihn noch nicht kannten. Sie kannten ja den lebendigen Gott. Es gab ja auch schon das Alte Testament. Die Erfüllung dann aber in der Mitte der Zeiten in Jesus. Da ist dann das vollkommene Opfer gebracht, das alle Tieropfer, die vorher gebracht wurden, als Vorschattungen aufhebt und unendlich übertrifft und erfüllt. Gerade die schon hier erwähnten Kapitel 11 und 12 des Hebräerbriefes sind der stärkste Beweis für die himmlische Hoffnung und Wirklichkeit der Gläubigen des alten Bundes. In Hebräer 11, Vers 16 zum Beispiel lesen wir, nun aber sehnen sie sich, also die Patriarchen und Propheten des alten Bundes, nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Das himmlische Jerusalem, Hebräer 12, Vers 22 und Offenbarung 21 folgende. Die alttestamentlichen Patriarchen und Propheten haben also genauso eine himmlische Erwartung wie die Glieder des neuen Bundes. Wenn es nun in Hebräer 11, Vers 39 heißt,
dass sie doch nicht erlangt haben, was verheißen war. Darauf stützt sich die Wachturmgesellschaft wiederum. Dann bezieht sich dies aber keineswegs auf eine Nichterfüllung der himmlischen Hoffnung von Seiten Gottes, sondern auf das heilsgeschichtliche Geheimnis der Vervollständigung des Gemeindeorganismus, der erst dann vollendet ist, wenn die Glieder aus altem und neuem Bund zusammengefügt sind, wenn der Organismus herangereift ist zur vollkommenen Reife. Ich zitiere aus einem Kommentar von Fritz Laubach hierzu: Die Glaubenden des Alten und des Neuen Bundes stehen Seite an Seite. Die Männer des Alten Testaments haben die Erfüllung der Verheißungen nicht erlangt. Damit sind aber die Verheißungen Gottes nicht aufgehoben. Erst mit dem Hinzukommen der Gemeinde, also der neutestamentlichen Gemeinde, wird das Volk Gottes vollzählig, ist die Vollzahl erreicht. Mit der Vollendung der Gemeinde wird die endgültige Erfüllung aller den alttestamentlichen Zeugen zuteil gewordenen Verheißungen eintreten. Auch die Verwirklichung der vielen irdischen Verheißungen für Israel, deren Erfüllung bis zur Gegenwart noch aussteht. Zitat Ende. Mit diesem letzten Satz hat Laubach meines Erachtens etwas Wichtiges ausgesprochen. Es gibt irdische und himmlische Verheißungen für die endgeschichtliche Entwicklung. Mit dieser Erkenntnis liegt ein Wahrheitskern auch in der Argumentation der Zeugen Jehovas vor, dass es auch irdische Verheißungen gibt, die noch nicht erfüllt sind. Deshalb, ich weiß, dass es unter Christen da unterschiedliche Ansichten gibt, erwarte ich persönlich, wir können auch gern darüber diskutieren, dass vor der himmlischen Vollendung und Herrlichkeit es auch noch ein irdisches, tausendjähriges Reich geben wird. Aber nicht so, wie sich die Zeugen Jehovas vorstellen, dass es in zwei Klassen dann in Ewigkeit aufgeteilt sein wird, irdische und himmlische Klasse, sondern es wird nacheinander erfolgen. Erst die antichristliche Trübsalzeit, dann wird der Antichrist gefangen genommen, gebunden, in den Abyssos geworfen, also diese Form der Hölle. Und dann das tausendjährige Reich errichtet und danach wird der Satan noch einmal losgelassen und dann kommt erst das himmlische Jerusalem. So also die biblische Abfolge, wenn man es einmal wörtlich so liest, die Abfolge in der Johannes-Offenbarung in den letzten Kapiteln. Da kommen auch diejenigen, die nicht an ein tausendjähriges Reich glauben, nicht umhin, dass in Offenbarung 20 ja von ausdrücklich die Rede ist. Natürlich wird es dann auch wieder spiritualisiert, wenn es nicht passt, aber ich denke, es wird ausdrücklich immer wieder betont. Nun aber wird es eben hier in zwei Klassen aufgeteilt, das, was immer so weiter dauert in einer zeitlichen Linie, während die biblische Folge eben eine aufeinanderfolgende Sequenz hat. Ja? Zuerst tausendjähriges Reich, dann himmlische Herrlichkeit, bei den Zeugen Jehovas ewiges irdisches Paradies und darüber himmlische Herrlichkeitsklasse mit einer ganz begrenzten Zahl, wie eine Pyramide. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Übrigens, es muss ich einen kleinen Exkurs machen, das Zweiklassensystem der Zeugen Jehovas erinnert, rein formal aber nur betrachtet, nicht inhaltlich, nur formal, in mancher Hinsicht an die Aufteilungen, die, jetzt kommt wieder ein Fremdwort, dispensationalistisch denkende Theologen vorgenommen haben. Wer hat den Begriff Dispensationalismus schon einmal gehört? Ja, das ist die Aufteilung in Heilszeitepochen. Dass es ganz bestimmte Heilszeitstufen gibt, die einander ablösen. Die eine geht unter, dann kommt die nächste Stufe. Die Zeit der Urschöpfung, der Patriarchen, der Gemeinde, des Abfalls, des tausendjährigen Reiches, der himmlischen Herrlichkeit. Das sind so im Groben einige dieser Stufen, entscheidende Stufen. Vielleicht haben Sie die Namen John Nelson Darby und Scofield schon einmal gehört. Auch Frau Dr. Wasserzug und solche Theologen und Theologinnen, die diese Aufteilung ganz stark vertreten haben. Bei diesen Aufteilungen handelt es sich aber nicht um die Aufteilung in eine himmlische und irdische Klasse, die in Ewigkeit so weiter existiert, sondern hier geht es im klassischen Dispensationalismus, der eben gerade in den Brüdergemeinden, darbistischen Brüdergemeinden ja bis heute auch vertreten wird, in verschiedenen Variationen. Da geht es um die Unterscheidung von Israel und der Gemeinde, also von Israel, sprich Judenchristen, zum Teil aber auch dem nationalen Israel und auf der anderen Seite die Heidenchristen, die Gemeinde. Und diese zwei Gruppen werden nach Ansicht mancher Dispensationalisten auf eine neue Erde und einen neuen Himmel als in Ewigkeit getrennte Größen verteilt sein.
Radikale Dispensationalisten haben diese Lehre. Aber man ist heute davon abgerückt, von dieser radikal-dispensationalistischen Lehre, dass Israel und die Gemeinde in Ewigkeit getrennt sein würden. Man denkt heute stärker christozentrisch her, von Christus, von gemeinsamen Erlöser her. Und so spricht man, ich möchte es doch mal kurz einschieben, weil es vielleicht manchen auch interessiert heute, von einem progressiven Dispensationalismus. Progressiv jetzt aber eben nicht im Sinne von modernistisch, modernisieren zu verstehen, sondern in einer fortschreitenden Heilsoffenbarung sich entfaltend. Eine fortschreitende Erfüllung der Heilsverheißungen. Ich zitiere aus dem Buch von Blazing Bock 1992 über Dispensationalismus. Einige Sätze, die ich übersetzt habe, ist ja nur im Englischen vorliegend. Sie schreiben, die neuen Dispensationalisten der 50er und 60er Jahre waren unzufrieden mit der Ansicht von einer bis in die Ewigkeit getrennten himmlischen und irdischen Bestimmung. Sie glaubten, dass nach dem tausendjährigen Reich alle Erlösten für die Ewigkeit zusammen sein würden, obwohl sie nicht darin übereinstimmten, wo dies sein würde. Ryrie, ein bekannter Autor, versetzt sie in den Himmel, Pentekost, da gibt es auch ein Buch, Zukunft und Bibel, weist ihnen einen Platz auf der neuen Erde zu. Also da finden Sie ganz formal ganz ähnliche Lehren wie bei den Zeugen Jehovas, aber nicht in dieser inhaltlichen Füllung, wie es natürlich dann dort ist, dann nur auf die Gruppe eingegrenzt und so, sondern da geht es um Israel und die Gemeinde. Und nun aber wird heute stärker die Einheit betont und Israel und die Gemeinde werden zwar weiterhin unterschieden, durchaus auch zu Recht, würde ich sagen, Unterscheidungen vorgenommen, aber sie werden nicht als in Ewigkeit getrennte Größen gesehen. Auch heute nicht mehr bei den Dispensationalisten. Aber damit sind wir jetzt in tiefe Fachbereiche schon eingedrungen. Ich wollte es Ihnen aber einfach doch mal kurz sagen. Vielleicht sind Sie auf diese Dinge ja auch schon gestoßen. Ja, jetzt würde ich sagen, singen wir mal eine Strophe, bevor ich noch auf die weiteren Stellen eingehe und dann nochmal einen Überblick über das Zeugen Jehovas-System bringe. Wir werden jetzt noch etwa eine Viertelstunde sprechen über die 144.000 und dann kommt eine Zusammenfassung des gesamten Systems. Aber jetzt singen wir gerade mal eine Strophe und stoppen mal kurz die Aufnahme. Danke. Ja, wir haben gerade gesungen, es ist niemand so groß, es ist niemand so klein, es ist niemand so arm oder reich. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der nach ihm fragt. Es gibt also keine Begrenzung. Wenn jemand zum Herrn kommt, dann kann er auch zu ihm in den Himmel kommen in Ewigkeit. Und nun wird aber hier behauptet, dass eben es zwei verschiedene Klassen gibt, wie schon ausgeführt. Und deshalb möchte ich jetzt abschließend noch auf einige weitere Stellen eingehen, Bibelstellen. Und wir können ja nur anhand der Bibel mit den Zeugen Jehovas ins Gespräch kommen und diskutieren, auch versuchen, sie zu überzeugen vom Worte Gottes her. Lesen wir einmal Offenbarung 7, 1 bis 8 und Offenbarung 14, 1 bis 5. Ich lese mit uns. Wir schlagen auf Offenbarung 7, 1 bis 8. Was steht hier eigentlich wirklich da? Jetzt diese Frage der 144.000, ob das darauf beschränkt ist. Und was für Gruppen, was für Menschen eigentlich damit gemeint sind in der endzeitlichen Entwicklung. Und nach diesem sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der aufstieg vom Aufgang der Sonne und das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Und sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus allen Stämmen der Söhne Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Aser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte,
aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Und wir lesen noch den Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Wenn man das mal ganz unvoreingenommen liest, von welchen Menschen und Volkszugehörigkeiten ist denn hier die Rede? Ganz eindeutig von Israel, und es werden ausdrücklich die Stämme aufgezählt, nochmal namentlich, um das besonders zu betonen. Und dann in Vers 9 heißt es, in gewissem Kontrast dazu, von der großen Volksmenge aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Also diese 144.000 werden hier auf die Stämme Israels bezogen. Nun tun natürlich die Zeugen Jehovas den einfachen Trick, sage ich mal, und deuten eben Israel auf sich selber. Sie seien eben diese Stämme. Aber da steht nirgends hier, dass das hier nur die Wachturmgesellschaft ist. Wenn man den Text wörtlich nimmt, es sind die Stämme Israels. Und nur wenn ein zwingender Textzusammenhang das ergebe, umzudeuten, nur dann dürfte man es umdeuten. Aber steht hier überhaupt nichts, dass man das nun wegnehmen darf, Israel, diese Verheißung. Die Volksmenge kommt dann ja auch vor, aber das sind die Heidennationen. Genauso in Offenbarung 14, 1 bis 5. Und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die trugen den Namen seines Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die erkauft worden sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund ist kein Betrug gefunden worden, denn sie sind unsträflich vor dem Thron Gottes. Hier wird es jetzt nicht näher charakterisiert, aus welchem Volk. Es sind aber Menschen, die besonders hier dem Lamme Jesus Christus nachgefolgt sind. Und vorher wird es ja deutlich, die Erstlinge sind zunächst ja einmal die aus dem Volke Israel. Und dann kommen die anderen dazu, die anderen Schafe aus den Heidennationen. Wir haben die Stelle aus Johannes 10 auch schon betrachtet. Also Israel hat in gewissem Sinn immer noch eine Vorrangstellung, aber die Heidennationen sind wie aufgepfropfte Zweige auf dem Ölbaum, nach Römer 9 bis 11 auch beschrieben, hinzugekommen aus Gnaden. So ist auch Paulus dann, der Apostel, zu den Heidenvölkern hinausgesandt, aber zunächst bezog sich ja auf Israel. Und nun neige ich dazu, wie auch viele Ausleger, den Hinweis auf Israel wörtlich zu nehmen, da jeder einzelne Stamm noch einmal gesondert aufgeführt wird. Hingegen deute ich, man mögt darüber diskutieren jetzt, aber deute ich, die Zahlen symbolisch, die Zahl 144.000. Und zwar deshalb, weil es die Vollzahl ist, im Sinne von 12 mal 12 mal 1000. 12 Stämme Israels, 12 Apostel mit 1000 potenziert, die Vollzahl. Es handelt sich um Zahlen der Vollkommenheit. Und es ist schwer vorstellbar, dass im Sinne eines strengen mathematischen Determinismus aus jedem Stamm nur exakt 12.000 Menschen gerettet werden sollten. Wir können gerne nachher noch darüber reden und diskutieren. Wenn man die lange Heilsgeschichte betrachtet, dürften es eher mehr sein, also eine Vollzahl aus jedem Stamm. Dass die Zeugen Jehovas jetzt genau die umgekehrte Deutung vornehmen. Sie verstehen die Stämme Israels symbolisch und die 144.000, die Zahl, wörtlich. Das habe ich bereits dargelegt und das ist völlig im Widerspruch zum Textzusammenhang. Also es wird genau umgedreht, die Deutung. Das, was an sich als symbolische Vollzahl hier steht, 12.000, 12.000, 12.000, man sieht ja die 12 Apostel, die 12 Stämme Israels, diese Vollzahl, mal 1.000 in der Herrlichkeit noch, tausendjähriges Reich klingt hier auch gleich noch mit anfasst, kann man sagen. Das wird wörtlich genommen. Und das, was hier über Israel steht, das wird symbolisch genommen. Ich weiß, man kann darüber auslegen, diskutieren, aber es ist viel einleuchtender, wenn man es gerade umgekehrt macht, wie die Wachturmgesellschaft an dieser Stelle. Nun noch eine weitere Behauptung. Ist es denn wirklich so, dass die große Volksmenge, die große Zahl der Zeugen Jehovas, sagen wir jetzt mal, in Wirklichkeit reden wir ja an sich von Christen, und die Frage, sind Zeugen Jehovas Christen, darauf bin ich jetzt noch gar nicht eingegangen. Christen wären sie nur dann, wenn sie Jesus Christus als den vollkommenen Erlöser anerkennen. Dann haben sie vollkommene Erlösung. Wenn sie das nicht tun,
dann können sie keine Christen im biblischen Sinne sein. Dann sind sie eher Arianer in der Linie Arius, Mohammed, Charles Taze Russell, Rutherford und so weiter. Arianer habe ich gestern ausgeführt. In der alten Kirche wurde ja schon mit Arius diskutiert. Er sagte, Christus sei nur ein Geschöpf, aber nicht der ewige, allmächtige Gott, der Sohn Gottes von Ewigkeit her. Möchte ich jetzt nicht wiederholen. Also sind Arianer, aber keine Christen. Können wir auch drüber reden noch. Vielleicht gibt es Einzelne, die Jesus doch als Gott sehen. Sie können errettet werden. Aber wer nicht die vollkommene Erlösung in Christus erkannt und angenommen hat, für den ist es, ich sage es mal vorsichtig, zumindest sehr, sehr erschwert. Denn es heißt im Johannesbrief, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Nicht einen Göttersohn oder Gottessohn, wie bei den Mormonen, Zeugen Jehovas und Anthroposophen, sondern Gott den Sohn Gottes. Das ist der entscheidende Punkt, liebe Freunde. Und nun die Frage, die große Schar, von der tatsächlich die Rede ist in Offenbarung 7 zum Beispiel und Offenbarung 7 vor allem. Wird diese einen Platz auf der Erde haben oder hat sie himmlische Herrlichkeit? Die große Volksmenge. Wir haben ja gerade gelesen, ich wiederhole nochmal diese Stelle, Offenbarung 7, Vers 9 folgende. Das schlagen wir nochmal auf. Das erste waren ja die 144.000 und dann kommt ja die große Volksmenge. Ich lese nochmal, nach diesem sah ich und siehe eine große Volksstimme, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Wo stehen die jetzt? Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Und wo ist das Lamm? Ist es auf Erden? Es ist ja im Himmel. Bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen. Und ich lese dann noch Vers 10. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Sie stehen also direkt in der Gegenwart Gottes im Himmel. Und Vers 13 bis 15. Einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das sind gewaltige, gewaltige Verse, die uns hier gegeben sind für die himmlische Herrlichkeit. Und ich frage mich wirklich, wie man sagen kann, das spiele sich jetzt nicht im Himmel ab, diese Hoffnung, diese Verheißung. Ja. Die Engel stehen rings um den Thron. Ja, also der ganze Zusammenhang macht es deutlich, es ist im Himmel. Und noch deutlicher wird der Aufenthaltsort der großen Schar in Offenbarung 19, Vers 1 charakterisiert, die damit identisch ist. Wie ich auch in meinem Buch ausgeführt habe, kann ich jetzt nicht ausführlich darstellen, diese große Schar und die große Volksmenge ist identisch. Und in Offenbarung 19, Vers 1 wird sie folgendermaßen lokalisiert. Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, Entu Orano. Die sprach, Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn, unserem Gott. Eine große Schar im Himmel, vor dem Thron Gottes, vor dem Lamm. Eindeutig, denke ich. Aber nun ist ja durch die Wachtumgesellschaft mal wieder in Verlegenheit in dieser Frage. Denn sie sagt ja, die große Volksmenge ist auf der Erde, hat keine himmlische Hoffnung. Wie wird nun argumentiert? Das ist mal wieder interessant zu hören. Und zwar zitiere ich aus dem Bibellexikon der Wachtumgesellschaft, Handbuch zum Verständnis der Bibel, Seite 582. Da wird geschrieben, in diesem Zusammenhang entsteht die Frage, wieso kann gesagt werden, dass die große Volksmenge, obwohl sie aus Personen besteht, die Errettung erlangen und auf der Erde bleiben, vor dem Thron und vor dem Lamm steht? Offenbarung 7, Vers 9. Nun, die stehende Haltung wird manchmal in der Bibel gebraucht, um anzudeuten, dass eine Person oder eine Personengruppe in den Augen dessen, vor dem sie steht, Gunst und Anerkennung erlangt hat.
Es scheint demnach, dass die große Volksmenge aus Personen besteht, die während der Zeit des Zornes Gottes bewahrt worden sind und vor Gott stehen oder bestehen konnten, weil sie seine Anerkennung und die des Lammes hatten. Zitat Ende. Also sie haben Anerkennung erlangt, deshalb stehen sie stolz aufgerichtet praktisch. Aber nicht im Himmel, sie stehen halt irgendwo. Ja, so wird es hier behauptet. Deshalb, ich bringe ausdrücklich ausführliche Zitate. Diese allegorische Interpretation, so muss man sie nennen, allegorisch heißt, man trägt etwas anderes an den Text heran. Diese Deutung kann nicht überzeugen, da die griechische Wendung estontes en opion tu tronu in dieser Kombination eindeutig eine räumliche Gegebenheit zum Ausdruck bringt. Auf Deutsch, stehend vor dem Thron. Das ist eine räumliche Gegebenheit, eine Lokalisierung. Und auch das Argument, das Zeugen Jehovas in mündlichen Diskussionen mit mir vorbrachten, nämlich die große Volksmenge würde zwar auf der Erde stehen, aber der Thron Gottes befinde sich im Himmel und die Volksmenge habe diesen Thron, wenn auch sehr, sehr weit entfernt, vor Augen. Es wird also auch argumentiert, also weit weg, sie blicken halt irgendwie nach oben dann, ihr Rufen dringe zu ihm empor. Das, auch das geht völlig am eigentlichen Wortsinn und der Intention der Texte vorbei. Denn die Lokalisation der großen Volksmenge ist eindeutig im Himmel, da führt nichts dran vorbei. Ento urano. Ja, sogar im Tempel, was noch mehr ist als im Himmel, im Allerheiligsten schon, fast schon stehend, ja, ganz in der Nähe Gottes. Ento nao, Offenbarung 7, Vers 15, im Zentrum der Heiligkeit. Wenn die große Schar sich nicht wirklich im Himmel befände, sondern auf Erden und nur weit emporblicke, dann müsste das zumindest angedeutet sein. Dann müsste, wie bei dem reichen Mann und armen Lazarus in Lukas 16, von einer Kluft, die zumindest die Rede sein, von einem Abstand. Aber da steht überhaupt nichts. Das heißt nur im Himmel, vor dem Thron, ganz eindeutig. Die Engel sind dabei, die Ältesten und so weiter. Man findet keine Kluft, keine Schlucht, keine Distanz. Im Tempel. Nicht im Angesicht des Tempels oder so, wie dann dastehen müsste. Man kann den Text eben nicht so willkürlich umdeuten. Damit bin ich mit dieser Argumentation am Ende. Die Frage, gibt es zwei Klassen? Gibt es himmlische Hoffnung nur für die 144.000? Die können wir eindeutig mit Nein beantworten. Es gibt himmlische Hoffnung für alle, die jetzt nicht der Wachturmgesellschaft nachfolgen, sondern die Jesus Christus nachfolgen, als dem lebendigen, fleischgewordenen, in Ewigkeit vom Vater gezeugten Sohn Gottes, der für die Erlösung, für die Vergebung unserer Sünden am Kreuz für uns gestorben und von den Toten auferstanden ist. Und der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und Toten. Für diese Menschen gibt es himmlische, lebendige Hoffnung. Ich hoffe, wir alle gehören dazu. Die Wachturmgesellschaft, und das ist das Tragische, bringt die allermeisten ihrer Anhänger mit der Lehre von den zwei Klassen um die Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit. Sie raubt ihnen damit das Wertvollste, was das Neue Testament allen, die an Jesus Christus als Erlöser und Herrn glauben, verheißen hat. Und auch die, die meinen, sie seien im Himmel, die sind es, ich sage es mal nach menschlichem Ermessen, wohl auch nicht, weil sie ja auch nicht den lebendigen Heiland kennen. Ich denke, das müssen wir schon so deutlich sagen können. Eine Einschränkung? Gott sei Dank weiß es nur Gott über den Einzelnen. Ich will jetzt nicht über den Einzelnen Zeugen Jehovas urteilen. Aber von der Lehre her ist es zumindest für den Einzelnen sehr erschwert, wenn er nicht die vollkommene Erlösung von Golgatha angenommen hat. Vielleicht kurz dazu? Ganz kurz Ergänzung, denn dann sagt ja die Schrift auch, wenn wir nur die Hoffnung für dieses Leben hätten, also können wir ausweiten auf die Erde, werden wir die allerärmsten Menschen. Ja. Die Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit. Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit. Und damit möchte ich auch diesen Abschnitt schließen, bevor ich jetzt noch eine Gesamtdarstellung anhand der Leinwand gebe. Es gilt nach wie vor, und ich zitiere 1. Petrus 1, 3 bis 5 folgendes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird, wo? Im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Auch hier nochmal der letzte Beweis, im Himmel ist die Hoffnung für uns aufbewahrt. Und nun gebe ich nochmal eine Zusammenfassung der Lehre. Ich habe jetzt nicht alles darstellen können in der Zeit. Wie gesagt, es gibt Literatur,
Aber nun an Schaubildern, muss ich gerade mal noch ausholen. Will ich jetzt noch mal kurz hier an die Wand werfen. Für die, die gestern und heute Morgen nicht da waren, möchte ich auch noch mal das Schaubild zumindest kurz zeigen. Kann es jeder sehen. Jesus ist Gott. Und zwar habe ich ausführlicher dargestellt, dass Jesus Christus genau die gleichen Kennzeichnungen und Eigenschaften hat wie Jahwe oder Jehova, wie die Zeugen Jehovas sagen. Er ist Herr, er ist erster und letzter Alpha und Omega, er ist Retter, er ist König, Erlöser, Schöpfer. Es gibt überall ausführlich Bibelstellen auch dazu. Vor allem, er vergibt Sünden, das kann nur Gott, weil Jesus Gott ist, kann er Sünden vergeben. Er weckt Tote auf, auch im Endgericht. Er empfängt Lobpreis und Anbetung. Nur Gott darf und kann Anbetung empfangen. Das habe ich ausführlich dargestellt, ist auch in meinem Buch abgedruckt, dieses ganze Verzeichnis, wenn Sie die Bibelstelle nachschlagen wollen. Ich wollte es mal einfach kurz zeigen. Aber weil es die meisten schon kennen, zeige ich jetzt gleich das nächste Schaubild. Und da haben wir nochmal den Überblick über die Wachturmlehre im Zusammenhang. Wachturmlehre und christlicher Glaube, eine Gegenüberstellung. Die ist auch am Ende meines Buches wiedergegeben. Ich habe sie mal rauskopiert. Und das können Sie also hier nochmal jetzt in Kürze auch sehen. Ich habe links hier die Wachturmlehre dargestellt und rechts den christlichen Glauben. Zunächst die Bibellehre, die Lehre von der Bibel, die Hermeneutik, Schriftfrage. Ich möchte es jetzt nur mal kurz zusammenfassen. Die Wachturmgesellschaft sagt, und das ist durchaus richtig, dass die Bibel völlig von Gott inspiriert ist. Sie ist Gottes Wort. Ich denke, das würden bibeltreue Christen auch sagen. Aber dann beginnen die Unterschiede. Sie sei in allen ihren Teilen gleichwertig. Und deshalb kann man die Stellen wild kombinieren. Aus dem Alten und Neuen Bund, Kreuz und Quer und hin und her. Während wir als Christen sagen, die Bibel ist von einer heilsgeschichtlichen Dynamik erfüllt. Ein Fortschreiten der Offenbarung vom Alten zum Neuen Testament. Verheißung, Erfüllung, Gesetz und Evangelium, Buchstabe und Geist und so weiter. Ich kann es jetzt nur andeuten. Dann für die Wachturmgesellschaft ist die Bibel auf das Königreich Jehovas ausgerichtet. Während für Christen die Bibel ihr Zentrum in Christus und seinem Erlösungswerk hat. Natürlich auch das Reich Gottes, aber Christus und sein Erlösungswerk. Nach Wachturmlehre kann die Bibel nur von der Wachturmgesellschaft richtig und maßgeblich ausgelegt werden. Sie hat das Auslegungsmonopol. Nach biblischer Lehre legt sich die Bibel selber aus. Nach reformatorischer Lehre, muss ich ergänzen, biblisch-reformatorischer Lehre, legt sie sich selber aus und kann unter Leitung des Heiligen Geistes in ihren heilsnotwendigen Aussagen von jedem Christen verstanden werden. Allgemeines Priestertum nennt man das auch. Ich sage bewusst in ihren heilsnotwendigen Aussagen, in den grundlegenden Fragen. Natürlich gibt es viele Randthemen, wo man sich diskutiert, wo man auch sich streitet leider. Aber im Zentrum Erlösung allein aus Gnaden durch Jesus Christus, denke, da sind sich alle wirklichen Christen einig. Und dann einige Sonderdinge, die ich jetzt auch nicht darstelle. Die Wachturmgesellschaft arbeitet sehr durch Vorschattung, Parallelisierung, Allegorese. Sie hat viele Daten gesammelt zur genauen Berechnung endzeitlicher Ereignisse und ist damit immer wieder gescheitert. Sie hat in der neuen Weltübersetzung viele Dinge uminterpretiert und verfälscht. Etwa den Jehova-Namen eingefügt, wo im Griechischen Kyrios steht. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und damit ist Jesus Christus gemeint. Und sie setzen einfach ein, jeder, der den Namen Jehovas anrufen wird, wird gerettet werden, um Jesus seine Gottheit zu rauben gewissermaßen. Das ist sehr schade, solche Verfälschungen. Und nach christlicher Sicht ist sie zu verstehen vom Wortsinn und Textzusammenhang her. Die Bibel enthält zwar Daten und auch Jahreszahlen, aber sie ermöglicht keine lückenlose Chronologie und warnt vor Spekulationen im Blick auf Endzeittermine. Und sie beruht auf dem Text hebräischer, aramäischer und griechischer Handschriften, von welchem die neue Weltübersetzung abweicht durch Paraphrasen, sinnentstellende Worteinfügungen, Falschübersetzungen sowie irreführende Fußnoten und Apparate. Ich kann es jetzt nur einmal so kurz erwähnen. Wenn Sie Fragen haben, Sie können sich notieren. Ich kann auch auf manche Dinge da noch eingehen. Nun aber das, was wir schon betrachtet haben, als Wiederholung, das Gottesverständnis. Das haben wir ja gestern Abend ausführlich betrachtet. Wer ist Gott? Also links wiederum die Wachturmlehre, rechts die christlich-biblische Lehre.
Gott trägt den Namen Jehova, wird gesagt. Ich würde vorsichtiger sagen, Tetragramm, JHWH im Hebräischen, unvokalisiert, ist wahrscheinlich eher als Yahweh auszusprechen. Aber man ist sich da nicht ganz einig. Dann, ja, die Wachturmgesellschaft sagt, Gott ist einer. Soweit richtig, aber dann wird gesagt, die Dreieinigkeitslehre sei unbiblisch und heidnischen Ursprungs. Ich habe das ja gestern auch widerlegt. Und wir sagen, Gott ist ein Wesen in drei Personen. Als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart er sich in der Heilsgeschichte. Und in der Bibel findet sich zwar nicht der Begriff, aber die Sache der Dreieinigkeit. Ich habe gerade ja auch dargestellt in der ersten Folie, Jesus ist Gott und der Heilige Geist auch. Der Heilige Geist kann betrogen, belogen, gelästert werden. Eine Person nur kann man belügen, betrügen, lästern und so weiter. Man soll das natürlich nicht, aber es geschieht leider Gottes. Aber eine Kraft, mit der könnte man das nicht tun. Also die Dreieinigkeit, ein göttliches Wesen in drei Personen. Dann, wer ist Jesus Christus? Das haben wir heute Morgen vor allem betrachtet. Nach der Wachturmlehre ist Jesus Christus ein Sohn Gottes. Nach biblischer Lehre der Sohn Gottes. Nach Wachturmlehre ein Sohn Gottes, nämlich der Erzengel Michael, das erste Geschöpf Jehovas, der ein vollkommener Mensch wurde und nach Tod und Auferstehung, Auferstehung im Sinne von Neuerschaffung, weil es ja keinen Zwischenzustand gibt, keine Weiterexistenz nach dem Tode, nach Zeugen Jehovas Lehre, also nach der Neuerschaffung zu einer höheren Engelstufe aufstieg. Aber er blieb Geschöpf. Er ist nie Gott für sie, sondern immer auf der Seite der Geschöpfe. Fälschlich. Und er steht als vollkommener Mensch auf der gleichen Stufe wie Adam. Nicht höher, im Grunde. In seiner Menschwerdungszeit. In der Bibel aber ist Jesus Christus der Sohn Gottes, das heißt Gott, der Sohn, als zweite Person der Dreieinigkeit, wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich. Und er steht als wahrer Mensch und wahrer Gott unendlich viel höher als Adam und alle Geschöpfe. Unvergleichliches göttliches Wesen, kein Geschöpf, sondern Gott in der zweiten Person des dreieinigen heiligen Wesens Gottes. Und nun, ich hoffe, Sie können es noch sehen, der Heilige Geist, hier ganz unten, ich lese auch vor, nur keine Angst, der Heilige Geist ist nach der Wachturmlehre Jehovas unpersönliche wirksame Kraft oder inspirierte Äußerung, so wird er bezeichnet. Keine Person, nur eine Kraft. Nach biblischer Lehre aber ist der Heilige Geist Gott. Das heißt, die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Er spricht, er denkt, er lehrt, er kennt die Zukunft, er kann betrübt, belogen und gelästert werden. Er ist der Tröster oder griechisch Parakletos, der Jesus nach dessen Erhöhung in seiner Gemeinde vertritt. Lesen Sie da vor allem mal Johannes 16. Diese ganzen personalen Eigenschaften des Heiligen Geistes. Und die nächste Seite. Wer ist der Mensch? Haben wir heute Morgen auch kurz betrachtet. Nach der Wachturmlehre, der Mensch hat keine Seele, sondern ist eine Seele. Er stirbt beim irdischen Tod ganz und gar. Auferstehung gibt es nur im Sinne einer völligen Neuerschaffung aufgrund des im Gedächtnis Jehovas gespeicherten Lebensmusters. Der Mensch gelang dem Falle der Ablehnung Jehovas nicht in die ewige Verdammnis und Qual, im Sinne von Hölle nun, sondern er wird einfach vernichtet, annihiliert. Hölle bedeutet Grab und ist ein Ort der Ruhe. Ein Ort der Ruhe, so wird es bezeichnet. Nun, nach biblischer Lehre, der Mensch ist eine Seele als Gesamtwesen, Nefesh Haya im Hebräischen, hat aber auch eine Seele im Sinne eines unzerstörbaren Kerns seiner Personalität, die nach dem irdisch-leiblichen Tode unsichtbar weiter existiert bis zur Auferweckung am jüngsten Tag, wo der Mensch dann auch einen neuen Leib bekommt. Die Stellen habe ich heute Morgen Ihnen genannt. Der Mensch geht beim irdischen Tod in Gestalt seiner unzerstörbaren Personalität in einen Zwischenzustand über, das heißt eine Weiterexistenz ohne irdischen Leib, in welchem er die Auferstehung erwartet, im Sinne eines Überkleidetwerden mit einem ewigen Leib. 1. Korinther 15 zum Beispiel, das Auferstehungskapitel. Und nun die Frage der Hölle. Der Mensch gelangt im Falle der Ablehnung des dreieinigen Gottes in die Gehenna, in die Feuerhölle, die Gottesferne und ewige Verdammnis,
die in der Bibel gekennzeichnet wird, nicht als Ort der Ruhe, sondern im Gegenteil, als Ort unaufhörlicher, bewusster Qual, bewussten Leidens. Wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt, das sind die deutlichsten Stellen, die die Ewigkeit, die unendliche Dauer dieses schrecklichen Leidens zum Ausdruck bringen. Ich denke, man sollte sich nicht aus Furcht vor der Hölle bekehren, aber aus Liebe zum Herrn Jesus, der uns vor dieser Hölle errettet hat. Und damit sind wir auch beim nächsten Punkt, bei der Erlösung. Nach der Wachturmlehre zunächst wieder. Erlösung geschieht, indem Michael Christus, so muss man ihn schon fast nennen, Michael Christus, hier sitzt einer, der heißt Michael, der freut sich jetzt, aber das ist kein Ruhmesblatt, dass hier der Erzengel Michael mit dem Sohn Gottes gleichgesetzt wird. Erlösung geschieht, indem Michael Christus als zweiter Adam am Marterpfahl, kein Witz, ja, am Marterpfahl, das Kreuz wird abgelehnt, seinen vollkommenen Leib opfert, um eine Grundlage, nur eine Grundlage, für die Menschen zu schaffen, durch entsprechende Werke ebenfalls zur Vollkommenheit zu gelangen. Menschliche Werke sind also für die Erlösung notwendig, wird gesagt. Biblische Lehre: Erlösung geschieht durch das vollkommene Sühneopfer Jesu Christi am Kreuz, der dort alles, ich betone bewusst so, der dort alles für uns vollbracht hat und der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Menschliche Werke sind eine Folge und Frucht des Glaubens an Jesus als Erlöser, aber keine Voraussetzung für die Erlösung. Folge, nicht Voraussetzung der Erlösung. Das befreit uns auch und entkrampft uns in den Werken, die wir tun, dass wir uns nicht damit erlösen müssen, sondern diese Werke gerne tun, weil wir erlöst sind aus Liebe und Dankbarkeit zum Herrn und Heiland. Und nun noch die letzte Folie, bevor ich noch zur missionarischen Begegnung etwas sage. Wie viel Zeit ist noch hier auf der ganzen Seite? Das kommt gerade hin. Die Gemeinde, das habe ich jetzt noch nicht darstellen können. Vielleicht auch noch, damit der Blick sich vervollkommnet jetzt. Nach Wachturmlehre die Gemeinde. Sie existiert als endzeitliche Heilsgemeinde der Zeugen Jehovas, die als solche den Staaten und Religionsgemeinschaften, und die bezeichnen sie als Hure Babylon, gegenübertritt und sich so weit wie möglich von ihnen fernhält. Die Gemeinde gliedert sich für sie auf in 144.000 Personen, das haben wir ja gesehen, die seit Pfingsten, insbesondere aber innerhalb der Wachturmgesellschaft, gesammelt werden, um mit Christus als himmlische Klasse zu regieren. Einerseits und andererseits gliedert sie sich in mehrere Millionen andere Schafe, die große Volksmenge, denen ein ewiges Leben auf der paradiesisch erneuerten Erde und nicht im Himmel bestimmt ist. Und sie besitzt, die Wachturmgesellschaft besitzt in Gestalt der leitenden Körperschaft eine sichtbare Regierung Jehovas auf Erden. Nun, nach biblischer Sicht ist die Gemeinde die unsichtbare Gemeinschaft aller durch das vollkommene Opfer Christi Erlösten und durch den im Glauben empfangenen Geist Gottes wiedergeborenen Christen. Die unsichtbare Gemeinde der wirklich Gläubigen, kann man auch sagen, umschließt Christen aus verschiedenen Gemeinschaften und Kirchen, aber die vom Herzen her mit Gott verbunden sind im Glauben und die sich in verschiedenen sichtbaren Denominationen sammeln und dort mit Heuchlern und Ungläubigen vermischt leben. Wer wirklich gläubig ist, das weiß nur Gott und der Betreffende selber. Der Mensch sieht das vor Augen, ist der Herr sieht das Herz an. Er sieht ihr und mein Herz. 1. Samuel 16. Die Gemeinde also, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und sie gliedert sich heute zwar in verschiedene Denominationen, sowie in Heidenchristen und messianische, jesusgläubige Juden, aber spätestens in der himmlischen Herrlichkeit, in der Ewigkeit, sind diese Gruppen vereint. Und die Gemeinde untersteht allein Christus als ihrem Haupt, ohne irdische Stellvertreter. Zumindest im Protestantismus habe ich hier ergänzt. Warum wohl? Ja, im Katholizismus gibt es natürlich auch Stellvertreter. Ja, wenn man es jetzt wieder ein bisschen höher legt, soweit es noch geht. Ein Stück weit geht es vielleicht noch. Ja, wenn man es festhält. Danke. Die Endzeit nun, das letzte hier. Die Endzeit hat für die Zeugen Jehovas 1914 begonnen, als Christus sein unsichtbares Königreich im Himmel errichtete und den Satan auf die Erde warf. Ich muss doch kurz sagen, ursprünglich hat man auf Erden das Königreich Christi 1914 erwartet. Und als es nicht eintraf,
Was traf denn dann 1914 übrigens? Der Erste Weltkrieg, also genau das Gegenteil vom Friedensreich. Dann sagte man, es sei im Himmel errichtet und der Satan sei auf die Erde geworfen worden, deshalb sei der Krieg ausgebrochen. Aber vorher hat man das anders beschrieben und erwartet. Nun ja, 1914 habe es dann im Himmel begonnen. Auch die Adventisten hatten ja schon mal eine ähnliche Lehre, 1844, Miller, die Berechnungen, die auch nicht eintrafen, hat man dann auch in den Himmel verlegt. Ich habe ja heute Morgen auf die Parallelen bezüglich Ganztod hingewiesen. Obwohl die Adventisten, Gott sei Dank, an der Dreieinigkeit Gottes festhalten, ja, wesentlicher Unterschied. Da gibt es, denke ich, schon eher dann wirkliche Christen als bei den Zeugen Jehovas. Sie haben ja den dreieinigen Gott, den sie verehren. Aber es gibt manche anderen Probleme, problematischen Lehren. Jedenfalls, 1914 sei Christus unsichtbar gegenwärtig geworden. Es gibt keine sichtbare Wiederkunft Jesu Christi. Und es läuft auf die Schlacht von Harmageddon zu, in der weltweit die Feinde Jehovas und der Wachturmgesellschaft vernichtet werden. Anschließend wird die Erde durch die Überlebenden von den Auswirkungen der Zerstörung gereinigt und in ein ewig dauerndes Paradies umgewandelt, welches für die große Volksmenge bestimmt ist. Die himmlische Hoffnung aber nur für die begrenzte Zahl der 144.000 besonders Erwählten. Und jetzt kommen wir zum anderen Anwesenden unter uns, der Johannesklasse. Es freut sich ein anderer oder lieber doch nicht. Ja, also Spaß beiseite, es ist schon eine sehr ernste Lehre, weil den Menschen hier ja die himmlische Hoffnung geraubt wird oder eine falsche Gruppe damit vertröstet wird. Nun, und nach biblischer Lehre, ich weiß, da gibt es auch unterschiedliche Auslegungen, da bin ich ein bisschen vorsichtiger gewesen bei der Formulierung, aber so viel, denke ich, kann man sagen, die Endzeit hat begonnen, nicht 1914, sondern im weiteren Sinne mit der Erhöhung und Himmelfahrt Jesu Christi, 33 nach Christus ungefähr. Wobei sich die Zeichen der Zeit im 20. Jahrhundert besonders gemehrt haben, vor allem beginnend mit der Staatsgründung Israels 1948. Und sich vor der Wiederkunft Christi verdichten. Wenn Sie mal Matthäus 24 lesen und dann in die Zeitung schauen, dann sehen Sie, was sich alles erfüllt. Ich habe auch in diesem Büchlein Die Zukunft findet doch statt, jetzt wieder aufgelegt unter dem Titel Zukunft Zeitzeichen, etliches dargestellt von den Zeichen der Zeit. Nun, Christus wird in der Zukunft sichtbar wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, so die biblische Lehre. Und die Endzeit läuft zu auf die Wiederkunft Christi, auf das Vergehen der jetzigen Welt und die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde, und jetzt war ich vorsichtig, welcher möglicherweise ein zeitlich begrenztes tausendjähriges Reich vorausgeht. Und für die christliche Gemeinde enthält die Endzeit himmlische Hoffnung für alle Menschen, die Jesus Christus lieben und zu ihm gehören. Darüber dürfen wir froh sein. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele Minuten bleiben wir noch für die missionarische Begegnung. Soll ich das noch machen? Ja, 10 Minuten. Ja. Ich fasse mich kurz. Ich teile Ihnen aber gleich Blätter aus, was Sie auch nochmal nachlesen können. Zumindest diesen Punkt habe ich Ihnen vervielfältigt. Ich kann aber das ausmachen, das rauscht. Eine Folie suche ich dann noch. Ah ja, die ist hier. Also, Zeugen Jehovas an der Haustür. Wie führe ich mit ihnen ein missionarisches Gespräch? Ich habe hier ausführlich auch in meinem Buch 21 Punkte, die sind auch als Sonderdruck erschienen, bei der Herold Schriftenmission. Die kann ich Ihnen gleich auch noch in die Hand geben. Ich möchte es aber kurz zusammenfassen. Wichtig ist, dass wir sie nicht als unsere Feinde betrachten, sondern als Menschen, die Gott uns geschickt hat, damit wir auch ihnen die rettende Botschaft vom dreieinigen Gott und der Erlösung durch Jesus Christus weitersagen können. Und Sie sind ja jetzt ausgiebig informiert, liebe Geschwister. Haben Sie nur Mut und beten Sie darum. Und das ist der nächste Punkt, beten Sie vor und während diesen Begegnungen. Denn aus eigener Kraft sind wir trotzdem verloren, auch wenn wir uns noch so gut auskennen. Die sind ja so geschult, machen Schulungen dauernd mit, wie sie Menschen besprechen, hätte ich fast gesagt, ja, bereden, überzeugen sollen können. Und da müssen wir also schon den Beistand des Herrn durch seinen Heiligen Geist erbitten. Und dann bitten Sie Gott auch um Liebe, Freundlichkeit und Weisheit. Stellen Sie sich unter seinen Schutz und begegnen Sie den Zeugen Jehovas mit Respekt. Nicht lächerlich machen, sondern sich mit ihnen unter die Autorität der Heiligen Schrift stellen, wie ich es auch jetzt bei den Vorträgen versucht habe. Man kann zum Beispiel betonen, dass wir wie die Zeugen Jehovas die Heilige Schrift als absolute Richtschnur anerkennen. Allerdings nur die Heilige Schrift
und nicht den Wachturm und auch nicht die Neue Weltübersetzung, die ja an vielen, vielen Stellen verfälscht ist, beziehungsweise umgedeutet im Einklang mit der Wachturmlehre. Dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn Sie sich gut auskennen. Immer wieder rufen mich Menschen an, die dann gerade auch dieses Buch anfordern, weil es hier halt sehr ausführliche Gegendarstellungen gibt. Und das kann man zum Beispiel auch gut Zeugen Jehovas geben. Bis jetzt hat es noch keiner widerlegt von den Zeugen. Ich warte immer noch schon seit 5 Jahren auf eine Widerlegung. Ich darf das mal so sagen. Deshalb, die versuchen das möglichst totzuschweigen. Aber gerade wenn Sie so ein ausgiebiges Material in der Hand haben und sagen, wir können das Gespräch nur weiterführen, wenn Sie auch mal von unserer Seite was lesen, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wo Sie nicht so viel diskutieren müssen. Sie können einfach Literatur weitergeben. Ich sage jetzt nicht wegen Eigenwerbung oder so, sondern damit Sie eine Hilfe in der Hand haben. Aber noch wichtiger ist es natürlich, sich in der Bibel gut auszukennen. Das ist das A und O. Wenn jemand die Bibel gut kennt, dann kann er, denke ich, allen Irrlehren begegnen mit Gottes Hilfe. Dann ist auch wichtig, dass wir die Begriffe klar definieren. Denn es ist eine heillose Begriffsverwirrung bei allen Sekten vorhanden. Ob es jetzt die Prophetin des Heimholungswerks ist oder andere spiritistische Neuoffenbarer oder was auch immer. Das ist also immer das Gleiche. Es wird von Christus geredet, von Gott, von Erlösung und es ist was ganz anderes gemeint. Seien Sie da vorsichtig und wachsam. Und beugen Sie der Rösselsprung-Methode vor, dass von einer Bibelstelle zu einer ganz weit entfernten gehüpft wird. Und wenn Sie dann in die Enge kommen, dann kommen Sie plötzlich mit einer ganz anderen Stelle. Nein, wir bleiben jetzt mal bei dieser Stelle. Die große Volksmenge steht vor dem Thron Gottes. Sie steht im Himmel. Was sagen Sie dazu? Ah ja, wir gehen jetzt mal, ja, und nein, wir bleiben bei dieser Stelle. Und hüten Sie sich auch vor den Symbolisierungen. Das ist nur symbolisch zu sehen. Nein, es steht hier wörtlich so. Nur so ein paar Hinweise. Und begegnen Sie auch der Methode, dass man Stellen aus dem Zusammenhang reißt. Immer den Textzusammenhang berücksichtigen. Was steht eigentlich im Zusammenhang dieses ganzen Buches, der ganzen Bibel und auch dieses Verses dann? Bitte? Ja, ja, genau, so kann man es dem ja Zusammenhang reißen. Dann weisen Sie ruhig auch mal auf die zahlreichen Irrtümer und Falschprophezeiungen der Wachturmgesellschaft hin. Immer wieder wurde die Aufrichtung des Königreichs Jehovas berechnet. 1874, 1878, 1914, 1925, 1975. Niemals ist es so eingetroffen. Zeit und Stunde weiß niemand. Ganz klare Worte des Herrn, der Warnung vor solchen Berechnungen. Würdigen Sie durchaus den missionarischen Einsatz der Zeugen Jehovas auf Ihrem Gebiet, aber sagen Sie auch ganz klar, dass menschliche Werke keine Zusatzgarantie für das ewige Heil sind. Denn die müssen ja auch diesen Einsatz bringen. Wir tun sehr freiwillig als Christen. Es gibt da keinen Leistungsdruck. Es gibt zwar einen Missionsauftrag, aber wir müssen da nicht Buch führen jetzt oder so. Wir lassen uns diese Begegnungen schenken und dann sollen wir aber auch nicht schweigen, sondern Jesus bezeugen. Wenn Ihnen die Argumente nicht so geläufig sind, dann können Sie auch einfach fröhlich Ihren Glauben an Jesus als den Heiland bekennen. Das kann manchmal überzeugender sein als 3-tägige Vorträge für manchen. Dass man einfach diesen persönlichen Glauben bekennt. Die Möglichkeit bleibt Ihnen immer. Und brechen Sie das Gespräch auch ab, wenn es keinen Sinn mehr hat, wenn sich die Sache festbeißt und wenn Sie merken, es bewegt sich nichts. Ich würde das Gespräch nur führen, wenn ich merke, die sind wenigstens noch ein bisschen offen, auch für unsere biblisch-christliche Sicht. Irgendwann nach 2, 3, 4, 5, 10 Sitzungen, wenn man merkt, die wollen immer noch nur einseitig missionieren, nehmen gar keine Argumente an, dann hat es irgendwann auch keinen Sinn mehr. Das gilt übrigens generell auch in der Seelsorge, wo irgendwann ein Punkt erreicht sein kann, wo man sagen muss, jetzt muss man die Leute erstmal weitergehen lassen, bis sie an den Punkt kommen, wo sie dann wirklich offen sind. Zum Zeitpunkt des Herrn kann die Saat dann aufgehen. Praktizieren Sie selber ein glaubwürdiges Christsein, bleiben Sie freundlich, lassen Sie sich nicht provozieren, ist auch wichtig. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Temperamente. Man sollte aber trotzdem darum bitten, dass der Herr einem Ruhe und Gelassenheit und Liebe schenkt. Es kann auch eine Hilfe sein, noch jemanden zum Gespräch hinzuzuziehen. Das tun ja die Zeugen Jehovas auch. Also zu viert zu reden ist besser als zu dritt, wenn man dann der eine ist und die anderen sind zu zweit.
Das gilt auch sonst für Gespräche, die sehr hochnotpeinlich oder schwierig sind oder wo man einen Zeugen braucht. Nehmen Sie ruhig jemanden dazu. Keinen Zeugen Jehovas, sondern einen Zeugen, meine ich jetzt. Ja, und dann, wenn sich jemand wirklich herauslösen lässt aus dieser Gruppe oder Sekte, wie ich es jetzt mal nennen möchte, denn sie grenzen sich ja von allen Christen ab, sind damit eindeutig sektiererisch. Ja. Wenn sich jemand, und auch von der Bibel, das sind ja die Kennzeichen, Abgrenzung von allen anderen, die sich Christen nennen zumindest, sage ich mal allgemein, Abgrenzung nur die eigene Gruppe und dann eben auch Lehren, die im Widerspruch zur Bibel stehen. Das sind zwei Hauptkennzeichen von Sekten nach biblisch-christlicher Sicht. Wenn sich jemand herauslöst, kann ein schmerzlicher Lösungsprozess beginnen. Er wird ein Abtrünniger, ein Geächteter. Und es ist wichtig, ihm oder ihr ein neues Zuhause zu bieten. Zum Beispiel einen Hauskreis und eine bibeltreue Gemeinde. Seelische Verletzungen können vorliegen. Und es kann viel Liebe und Seelsorge auch benötigen, um diesen Menschen dann zu helfen. Und noch wichtig ist auch, ich bin gleich am Ende, die missionarische Begegnung kann nicht einstudiert werden. Man kann sich zwar vorbereiten, aber entscheidend bleibt eben die Bitte um die Hilfe Gottes durch seinen Geist. Und es geht auch nicht um die Bekehrung zu einer bestimmten Kirche oder Konfession, sondern in allererster Linie um die Hinwendung und auch Hinführung zum lebendigen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, wie die Bibel ihn uns schildert. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen, einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das dürfen wir auch den Zeugen bezeugen und hoffen, dass wir sie dann überzeugen, indem der Herr uns als Zeugen gebraucht. Nun wollen wir still werden und beten. Lieber himmlischer Vater, im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus rufen wir dich auch jetzt an, Herr. Wirke du und befreie du Menschen, die dich noch nicht kennen, von ihren falschen Bindungen und falschen Lehren, auch bei den Zeugen Jehovas, Herr. Du weißt, wer vielleicht diesen Vortrag noch hört, sei es auch auf Kassette oder sonst wie, dass du wirklich an den Herzen arbeitest, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du wirklich deine Gemeinde sammelst mit der himmlischen Hoffnung der Herrlichkeit, Herr. Hab Dank, dass auch, wie ich denke, viele unter uns hier dazugehören dürfen. Halte uns an deiner Hand. Lass uns bewahrt sein vor mancherlei Irrlehren und Verführungen, gerade jetzt in der Endzeit. Und führe uns zum Ziel in dein himmlisches Reich. Segne uns jetzt auch noch bei allen Begegnungen und Gesprächen und behüte auch alle, die nach Hause müssen, auf dem Wege. Wir beten dich an, lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, durch deinen Geist. Amen.